Ja, herzlich willkommen zum Heresy Hobby vom Galaktischen Beobachter. Wir sind der Philipp und der Christian und wir haben heute einen neuen Moderator, ja, kann man das so sagen, Philipp, Moderator, einen neuen Mitmacher im Galaktischen Beobachter. Host. Ja, und zwar den Peter, der uns jetzt in Zukunft begleiten wird. Hallo Peter. Hallo. Hallo, servus. Ja. Und der Peter, der nimmt sich unseres Hobby-Segments in besonderer Weise an. Nämlich wird er jetzt unsere Peters Farben der Häresie machen. Und die werden wir in unserem Hobby-Segment einbauen. Und er hat auch schon was vorbereitet, war ganz fleißig und hat schöne Sachen gemacht. Aber jetzt wollen wir uns erst einmal mit dem Peter beschäftigen und uns mal anhören, was das für einer ist. Oh Gott. Ja, freut mich, dass ich hier sein kann. Dankeschön. Ja, das freut uns. Das ist eine große Bereicherung. Ja, erzähl mal ein bisschen, Peter. Wie bist denn du zum Hobby gekommen überhaupt? Und wie alt warst du da? Wie alt bist du jetzt? Nein, das will niemand wissen. Wenn ich das sage, dann... Ich bin ja fast schon, keine Dekaden, aber Jahrzehnte jünger als ihr beide. Vor allem zusammen, wir beide zusammen sind ja noch. Ja, ja. Das wollte ich jetzt so nicht erwähnen. Ihr seid sehr lebenserfahren, sagen wir es so. Ja, danke. Ich überlege gerade, wann habe ich das erste Mal was mit Warhammer zu tun gehabt? Das war, glaube ich, da war ich so 14 oder was? Da habe ich die, da habe ich in einem Spielzeugladengeschäft eine Warhammer Fantasy Starterbox gesehen. Das war die mit den Bretonen und den Ex-Menschen. Das müsste, ich glaube, fünfte Edition müsste es sein oder war das siebte? Das weiß ich jetzt schon gar nicht mehr. Ich glaube, fünfte müsste es gewesen sein. Ja, das könnte so hinkommen. Ja, vierte vielleicht sogar. Ja. Also wie gesagt, die habe ich damals gesehen und die habe ich mir zu Weihnachten gewünscht, weil ich dachte mir, dass es so ähnlich ist wie Hero Quest. Das habe ich bei meinem Nachbarn gesehen und fand das voll geil, so mit Orks und diesen Typen da in Rüsten, die fand ich immer die coolsten. Und vor allem diesen Hexenmeister, das war Allergeistemodell. Und habe mir das schenken lassen und habe dann erstmal gemerkt, dass man da Zeug auseinanderbauen kann. Das habe ich immer schon ganz gerne gemacht. Ja, jeder mal so angefangen hat im Modellbau, meine Panzerchen da irgendwie mehr schlecht als recht zusammengeklebt und entgraten, noch nie was gehört, irgendwie rausgebrochen und zusammendrückt und wo es nicht geholfen hat, nur noch mehr Kleber drauf. Ja, und normal halt. Ja, genau, also wie man sich das halt so vorstellt und mit zwei Komponenten Kleber gearbeitet und mich gewundert, warum der halt den ganzen Tag braucht, bis der ausgehärtet ist und das ganze Zeug dann auseinandergefallen ist wieder. Das war sehr, sehr lustig. Und genau, ich habe dann angefangen mit Warhammer Fantasy Battles. Erstmal eine Bretonenarmee, bin dann relativ schnell zu Skaven rüber gewechselt, weil ich die irgendwie cooler fand. Mhm. Und hatte dann halt auch, ich bin ja ein Landei, ein absolutes Landei. Ja, wo war denn dieses Spielzeuggeschäft? Das war in Donauwörth. In Donauwörth. Gibt es das noch? Wahrscheinlich nicht mehr, oder? Nee, der ist zu, der Ludl hieß der. Ja. Und der hat so eine kleine Hobby-Sektion gehabt, wo eben auch die ganzen Armeebücher drin waren, auch die Kodizes. Oder ja doch, cool, jetzt hieß die damals schon und auch, da war ich dann mit meinem Nachbarn immer mit drin, der war ein paar Jahre älter als ich, hat aber auch immer ein bisschen mehr Kohle gehabt und hat sich da halt tonnenweise Zeug gekauft und wir haben dann auch zusammengespielt und mit Freunden dann und das ging dann, muss ich mal überlegen, das ging dann so, bis ich 16, 17 war, bis dann die Mädels kamen. der Alkohol, die Zigaretten und die Frauen. Also alles, was. Dann ist plötzlich kein verfügbares Einkommen mehr da, das dafür verwendet werden kann. Ja, das war dann eher schwierig, vor allem, weil die Leute, mit denen ich damals gespielt hatte,
die sind dann alle weg gewesen. Also die sind auf andere Schulen gegangen oder mein Nachbar hat einen heiratet und hat dann keine Zeit mehr gehabt. Von dem habe ich dann was ganz Cooles geerbt, seine ganzen Armeebücher und Kodizes. Ja, noch sehr, sehr, sehr viele gute alte Literatur liegen mit ganz viel Background und geilen geilen Artworks. Die hege und pflege ich und gebe die auch nicht mehr raus. Und dann war es so, genau, da war ich dann so mit 17 habe ich dann Warhammer 40k angefangen. Da haben wir uns, glaube ich, auch kennengelernt, gell? Genau, genau. Da war ich dann die ersten paar Mal im GW in Augsburg. Und der Christian hat damals dort gearbeitet. Lang, lange ist es her. Ja. Und ja, und dann bin ich zum Studieren nach Augsburg gegangen, kurze Zeit danach, und habe dann die Kontakte, die ich halt über das Hobby dann schon hatte, die waren dann so die erste Einstieg, um halt Freundeskreise aufzubauen. An der Uni haben wir uns ja auch ab und zu gesehen. Genau, das war ja, das kam noch dazu. Ich habe auch das eine oder andere Seminar beim Herrn Köpfer besucht. Auch das war sehr unterhaltsam. Ja, und das ging, aber ich war am Anfang gerade beim Warhammer 40k, ich habe dann kein Fantasy Battles mehr gespielt. Da war ich halt sehr stark auf Turnierspielen. Also wir haben ja dann in Augsburg auch einen Verein gegründet, die Duques Recienses. Das war eine sehr schöne Zeit damals. Das waren, also für die, die es nicht verstehen, das sind die rätischen Heerführer, auf Lateinisch. Das war der Name, den der Verein hatte, weil wir ja quasi mit Augsburg, wo wir da ansässig waren, die Hauptstadt der ehemaligen römischen Provinz Rätien waren und sind. Ja, dementsprechend hat das ganz gut gepasst vom Namen her. Ja, ja, war schöne Zeit und viel. Waren wir viel in Ringsburg, gell? Ja. Ja, auf den Turnieren, ganz, ganz viel. Und ich habe damals eigentlich ja, schon immer sehr, sehr stark Chaos Space Marines gespielt und fand halt den Hintergrund von den Traitor Legions immer ziemlich cool. Und da kam ich dann doch auch so das erste Mal mit dieser Horus Heresy so ein bisschen in Kontakt. Und fand es immer schon ganz cool, weil ich habe ja auch Geschichte studiert und deswegen so alte Sachen finde ich irgendwie immer ganz cool und Hintergründe verstehen und habe mich das immer mehr eingelesen und fand es irgendwie immer ganz cool, aber das lief so nebenher. Und neben dem Spielen habe ich aber auch immer mehr gemerkt, ich habe eigentlich viel mehr Lust dann auch bekommen, coole Figuren anzumalen. Also halt irgendwie besonders gut drauf zu schauen, wie das aussieht. Und ich habe mir damals schon ein paar schwere oder sehr komplexe Farbschemata herausgesucht. Ich hatte, wer sie noch kennt, in einem der alten Chaos Space Marine Kodizes gibt es die Sons of Purgatos. Das waren so grüne Marines mit so Flammen-Emblemen drauf und überall Flammen drauf. So ein bisschen wie Salamanders. Ja, so ein bisschen. Also da habe ich mir ganz viel Mühe drauf gegeben. Und, ach, ich fand das einfach cool. Und lustigerweise, ich weiß nicht, die habe ich damals nach Alpha Legion Regeln sogar gespielt. Das war ganz lustig. Ja. Und das hat sich dann alles noch ein bisschen geschiftet. Weil während der Studienzeit, klar, die Kohle wird immer weniger. Man muss mehr in Zigaretten, Alkohol und investieren. Ja. Ja, okay, das kam jetzt ein bisschen falsch rüber, aber ich glaube, ja. Und ich habe damals, habe ich auch im GB angefangen zu arbeiten, habe sozusagen den Christian beerbt. Ja, richtig. Habe mich mit den Regeln nie so wirklich beschäftigt, also was Fantasy Battles oder damals dieses komische Herr der Ringe anging, sondern habe halt immer mehr Zeug angemalt oder zusammengebaut oder habe halt dann mit den Kiddies diese Mal-Einsteiger-Tage gemacht und habe dann auch relativ zügig den Roman Lappert kennengelernt, der hier auch schon mal zu Gast war. Aha. Und über den, der ist ja Künstler und sehr stark in der Figurenszene, über den bin ich dann so in die Vitrinenmalerei eigentlich reingekommen. Ab da habe ich dann auch eigentlich aufgehört zu spielen. Also als ich aus dem GW raus bin,
weil wenn man bei GW gearbeitet hat, gab es gewisse Prozente und die fielen dann weg und dann das wenige Geld musste auf noch mehr Themen verteilt werden. Ja, und habe dann alles verkauft und habe mich dann wirklich nur noch auf die Vitrinenmalerei konzentriert. Habe dann auch sehr, sehr viel Zeit mit Roman oder auch mit Raffaele Picker verbracht. Da sehr viel bemalen gelernt und ja, habe dann eigentlich nur noch das gemacht. Also war immer aber noch dem, ja, dem Hobby irgendwie verbunden. Also ich habe immer noch Warhammer und Warhammer 40k Romane gelesen, habe da auch die Horus Heresy Bücher alle gelesen und angefangen und war eigentlich immer irgendwie, ich fand Space Marines irgendwie immer cool und Chaos Space Marines sowieso immer am coolsten, weil sie nicht so liebe, nette Jungs von nebenan, sondern die haben alle so ein bisschen Dreck am Stecken und gegenseitig zu ihm. So ein bisschen. Die sind nur falsch verstanden. Magnus, den macht ihn wrong. Das ist wichtig. Ja gut, der Magnus ist ja eigentlich ein Loyalist. Also eben, mein Alpharius. Also sie sind nur missverstanden. Ja, da kann ja nichts dafür, dass sie in die Chaosgötter so mutiert haben. Ne? Ja, also was heißt die Chaosgötter? Ich glaube, es war ziemlich genau Zinsch. Ne? Aber mit Zinsch, da weißt du ja nie, woran du bist. Ne? Das ist halt einfach ein Problem. Aber da kann es alles sein. Und eigentlich ist ja, also Lehman Ross ist ja eigentlich an allem schuld. So wie es auch gehört. Ja. Auch an den Häufchen auf dem Teppich. Ne? Ich mag keine Space Marines. Die sind mir irgendwie komisch. Ja, jetzt haben wir die Hälfte nur zwei Zuschauer schon wieder verloren. Ich bin niemand, der in seiner Meinung spielt. Alter. Nein. Also wirklich mit jeder Legion, selbst Ultramarines, lasse ich mir in der Horus Heresy noch eingehen, aber Space Wolves. Nee. Schwierig. Ja, wobei, also ich muss ja sagen, ich habe ja sehr früh, ich hatte auch, ich glaube, meine zweite Space Marine Armee noch zu Schulzeiten nach Iron Hands waren Space Wolves. Tatsächlich. Es war jetzt nicht mit riesigen Mengen an Modellen damals natürlich, aber Die haben mir schon eigentlich damals ganz gut gefallen und ich glaube, es war auch der erste Codex, der da rauskam, der war vom Background her schon eigentlich ganz cool. Es ist nur so, dass die mir später irgendwie, das wurde mir dann alles zu allgemeinplatzig, ja, und zu irre. Also wenn man jetzt, da gibt es ein 40k, glaube ich, so eine Figur, die in so einem Schlitten sitzt, so wie der Nikolaus, ja, das ist halt der Klaus mit so Wölfen vorne dran und so, das ist mir zu irre. Es gibt ja vielleicht, aber so in der Heresy, die Space Wolves, die sind gar nicht so schlecht und wenn man dann ein bisschen mehr dazu liest, dann ist einem dieser Lehman Russ dann auch nicht mehr ganz so unsympathisch tatsächlich, wie es einem vielleicht gewesen ist vorher. Also vor allem jetzt so, wie sich das mit den Romanen weiterentwickelt. Ich weiß nicht, was du dazu sagst, Philipp. Also es ist natürlich so, wenn man die durchaus auch humoristischen, ich glaube, das war der William King, der für 40k die Trilogie oder sowas mit Space Wars gemacht hat, wo zementiert wurde, diese klassischen Gemeinplätze, biersaufende Skandinavier, ja, genau, die in der Gegend rumheulen. Und sie haben natürlich einen guten Job gemacht, dass sie eigentlich zum Verfestigen des 30k-Backgrounds sich den Dan Abnett geholt haben, weil der natürlich mit so ein paar Vorstellungen spielt und dann eigentlich die Space Wars für Horus Heresy so aufbaut, dass die ostentativ die Wilden geben, um sich teilweise nicht so sehr rechtfertigen zu müssen und es dem Gegner leicht machen, sie zu unterschätzen, dass das aber im Endeffekt nur ein Mantel ist, den die sich gerne umlegen, ansonsten aber deutlich komplexer sind in der Herangehensweise. Ja, es sind zumindest auch, da muss ich meine Meinung ein bisschen revidieren, sie sind halt eine sehr single-minded, also sie haben ein sehr, sehr, sehr... Sie sind sehr geradeaus.
Ja, sehr geradeaus und sie haben eine sehr klare Aufgabe. Also, sie sind halt, wie heißen sie? Ich glaube, die Henker des Imperators oder irgendwie sowas werden sie genannt. Genau. The Emperor's Executioners. Danke, danke, genau. Also, die kriegen halt einen Auftrag, schlag dahin und zwar so, dass kein Gras mehr wächst und dann wird halt nicht nachgedacht und wird ausgeführt. Also, sie sind zu 100% loyal, was ja in Ordnung ist. Meine Abneigung kommt auch ein bisschen daher. Ich bin sehr, 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 sehr großer Freund von den Thousand Suns. Sehr, sehr, sehr groß. Ich fand die irgendwie immer ganz cool und Finch finde ich auch einen sehr, sehr unterhaltsamen Chaos Gott. Und wie das alles so ineinander spielt, fand ich cool. Und ja, also Da haben wir es. die beiden Romane mit Prospero Burns und wie hieß der andere? Bam, bam, bam. Thousand Ja, der. da ist einfach A Thousand Suns. Ja. Die fand ich beide so schön und ich habe die Thousand Suns einfach unwahrscheinlich lieb gewonnen. Und dann kommen da diese Blätter. Barbaren, Ja, Illiteraten. das ist, als ob die Germanen Rom gestürmt hätten und Alexandria gleich noch mit dazu. Das ganz, ganz schwieriges Thema. Also da bin ich emotional einfach. So, also, das heißt, bei dir ist jetzt eigentlich mehr das Malen im Vordergrund seit einer ganzen Weile, aber du hast schon gesagt, dich würde es tendenziell auch mal wieder bitzeln zu spielen. Und du bist am Überlegen, vielleicht mit Titanicus anzufangen, wenn ich das jetzt so recht in Erinnerung habe. Aber das ist noch Genau. nicht so ganz ausgegoren, der Gedanke. Ja, also spielen sofort, also es macht mir immer noch Spaß und wenn ich zu Gast bin und es die Möglichkeit gibt und ich mich ein bisschen vorbereiten kann, dann spiele ich auch sehr, sehr gern. Das Problem ist bei mir immer nur, ich fange dann an, die erste Einheit anzumalen. Und dadurch, dass ich meinen eigenen Bemalstandard so hoch setze, weiß ich, dass es halt niemals fertig wird. Und dann geht es mir auf die Nerven und dann verläuft sich das Du Ganze. kauf dir doch von irgendwem schon bemalte, dann musst du dich nicht rumärgern. Das kriege ich nicht hin. Das kriegst nicht Oh. übers Herz. Da bin ich zu kritisch wiederum. Weißt du, die landen dann doch wieder alle irgendwo im Ich Abbeizer. mache das, ich mach das anders bei den Spielfiguren. Ich versuche schon, das alles so gut immerhin zu bekommen, wie ich das kann. Aber ich übertue mich auch nicht, weil ich weiß, das sind Spielfiguren. Ne? Und wenn ich jetzt hier so eine Heresy-Armee habe, wenn ich mir dann denke, okay, jetzt musst du halt wahrscheinlich dann doch letztlich 100 oder mehr Infanteristen anmalen und die schauen halt alle ziemlich gleich aus, weil sie alle ihre Power-Armor anhaben und du dich dann schon freust, oh, jetzt kann ich mal Mark II anmalen oder sowas, die große Abwechslung. Dann bist du halt irgendwann an dem Punkt, wo du denkst, okay, das sind halt Spielfiguren und die sind keine Kabinettsstücke und dann musst du deinen eigenen Anspruch sozusagen da vielleicht ein bisschen runterschrauben, wobei ich meinen jetzt immer höher setze für mich selber, aber Ja, da muss ich irgendwann ist sagen, dann auch gut, ne? ich habe ja hier für die Sendung was angemalt und da hatte ich einen sehr, sehr klaren Blick auf dieses Thema. Also mein Ziel war es, Wege zu finden, gerade für Spieler schöne Armeen hinzubekommen mit möglichst wenig oder mit sehr einfachen Schritten. Und während ich dann diese Figur angemalt habe und da mit diesem Gedanken gearbeitet habe, habe ich gemerkt, oh, das geht sogar. Also ich habe jetzt für diese Einzelfigur 2 Stunden gebraucht. Der Prozess ist aber so einfach und so gut zu wiederholen, dass man da durchaus einfach eine Massenarmee relativ schnell runterarbeiten kann, weil man nicht genau arbeiten muss. Und das war der erste Moment, wo ich mir dachte, puh, das könnte funktionieren. Also da gibt es so eine ganz kleine Idee, gerade in meinem allerhintersten Eckchen. Ja, man kommt halt nicht los von dem Zeug. Ja, es ist Und schwierig, es ist schwierig. ja, aber so viele Ideen, so viele Ideen. Also ich komme von der anderen Schiene, weil wir eben uns heute mit diesem Thema beschäftigen werden. Ich habe für
die, wenn ich jetzt sagen, fünftletzte Folge für den Primark Bash mir gesagt, okay, ich brauche einen Alpharius und habe ihn zusammengebaut und grundiert, das mal außen vor, und dann in etwa 2 Stunden bemalt. Und das Ergebnis war so, dass man ein Foto davon machen konnte. Mhm. Also, aber ich bin sehr gespannt auf den Legionär, weil ich habe eine bestimmte Einheit im Blick, die ich gerne nachschieben möchte zu meiner eigentlich kompletten, was heißt kompletten, 1500 Punkte Infanterie-Armee. Und die ich möchte ich halt ganz bewusst eben nicht in meinem etwas langweiligen Bemalschema weitermachen, sondern da die legionsspezifischen Torsos haben, können die auch gerne mal vom Bemalschema rausstechen. Bei mir sind alle Armeen dadurch halbwegs homogen, weil ich immer die gleichen Bases mache. Mhm. Also dementsprechend bin ich auf das, was in den nächsten Minuten kommt, sehr gespannt. Ja. Ja. Jetzt noch ganz zum Schluss, hast du irgendein ein Modell angemalt aus der Heresy? Du hast ja einige Primarchen bemalt, sehr erfolgreich, wie ich sagen würde. Hast du da irgendeinen, wo du sagst, okay, der hat mir besonders viel Spaß gemacht, oder ist es eher so, dass du sagst, die haben mir alle total viel Spaß gemacht und ich bin auch mit allen irgendwie gleich zufrieden? Oder Also wir haben es, also es ist so, ich bekomme ja die Fortschritt-Bausätze und schaue mir die an, und manche sind sehr schön und die gehen auch wirklich gut, wo man einfach wenig nacharbeiten muss. Da war zum Beispiel der Horus, das war so, weiß auch der erste Primarch war einer, wo ich sehr viel Spaß hatte an dem. Der hat wunderschöne große Flächen. Du hast diese super geile Terminator Armor. Kannst du super gutes Zeug machen. Und eben jetzt auch der Vulkan am Schluss. Mhm. Das waren so die beiden, wo ich richtig Spaß hatte. Es gab jetzt auch manche, die waren eher weniger lustig. Da war zum Beispiel der Corvus Corax. Der war ein bisschen tricky, weil der Guss nicht so gut war. Musste dann überall nacharbeiten und findest du doch wieder Gust gerade. Auf wen ich sehr neugierig bin, das ist der Magnus. Der steht hier schon gebaut. Mhm. Da fehlt mir im Moment jetzt noch so ein bisschen die Vision, was ich mit dem machen werde, weil ich habe sowohl ihn als auch den Lehman Russ. Die kommen beide auch auf dieses wunderschöne Diorama-Base. Mhm. Was natürlich jetzt, aber jetzt kommt da wieder der Maler in mir durch. Ich muss mir halt überlegen, wie ich die Farbkomposition mache. Und in meinem Kopf ist es jetzt so, ich wollte Magnus eigentlich sehr stark in warmen Tönen haben, den Lehman Russ sehr stark in kalten Tönen. Ja, sinnvoll. Einfach versuchen, diesen Gegensatz reinzubekommen. Also man muss mit einem Kontrast arbeiten, entweder kalt-warm, vielleicht will ich auch den Lehman Russ ein bisschen mehr ins Grünliche gehen lassen. Da gibt es ein paar sehr, sehr schöne Farbmöglichkeiten. Gerade bei diesem Grau von den Space Wolves kann man viel machen. Muss mal gucken. Also das ist halt ein super komplexes Projekt, gerade weil beide halt zusammen passen müssen. Also muss man das vorher mal sauber durchdenken. Ja, bei Magnus kann ich mich auch erinnern, als ich den hatte, ich habe mir da relativ lange Zeit gelassen, bis ich den angemalt habe, ich habe mir dann auch wirklich überlegt, okay, wie will ich den machen und was möchte ich anders machen als am Studiomodell und so weiter. Ja. Bin dann irgendwann zu dem Ergebnis gekommen, okay, ich will, dass die Rüstung ausschaut im Prinzip wie die Totenmaske vom Tutankhamun von der Farbgebung her. Deswegen ist er halt ein bisschen monoton, aber mir gefällt das so ganz gut. Ja. Ja, super schöne Varianten. Also ich, gerade weil er so viele Farben haben kann, muss man halt höllisch aufpassen, dass es nicht komplett ins Chaos abdriftet. Also nicht zu zinschig wird, ja. Bei dem loyalen Primarchen, ist klar. Ja, weil es gibt bei der ganzen Primarchen-Serie, die ich mache, also ich habe da ja eine Partnerschaft mit jemandem und da ist der Deal, dass alle 18 Primarchen in einer loyalen Variante angemalt werden. Mhm. Also es funktioniert mal bei manchen besser, bei manchen weniger gut. Der Horus zum Beispiel hat ja deswegen die helle Rüstung bekommen,
aller Real sein soll. Bei jemandem wie dem Nighthunter, der noch kommt, wird es natürlich eher so eine etwas komplexere Aufgabe werden. Aber deswegen muss ich auch bei Magnus her schauen, wie gehe ich vor. Beim Lorgar wird das auch schwierig. Na, der ist ja noch eigentlich, das Modell, der ist ja noch nicht mutiert. Also ja, aber trotzdem. Also, dass der so... Ja. Also stelle ich mir jetzt schwierig vor, wie man den auch ein bisschen freundlicher oder fröhlicher macht. Ja. Also wie gesagt, beim Nighthunter, das ist eher so, das ist so das, wo ich mir wirklich am meisten Gedanken mache. Aber auf wen ich mich wirklich freue, das ist der Alpharius, weil ich den von der Pose her, von der ganzen Idee, ein so wunderschönes Modell finde. Ja. Also, sie sind eigentlich alle schön. Sie haben alle so eine eigene Botschaft drin. Die Modellierer hatten sehr viel Spaß dran. Wenn der Guss einigermaßen ist, dann ist es auch cool. Und jetzt mal gucken. Also, hast du den Alpharius schon in Händen gehalten und zusammengebaut? Oder? Weil ich habe den jetzt auch noch nie in Natura gesehen, aber das scheint so eines der ersten Primarchen-Modelle zu sein, die jetzt nicht klassisch gesculptet wurden, sondern eben errechnet. Ja. Es kann schon sein, dass es dann dadurch ein bisschen anders wirkt als die Vorgängermodelle, aber das wird sich dann zeigen. Ja. Wobei den Sanguinius zum Beispiel, der ist ja wieder gesculptet, gell? Der ist ja nicht errechnet. Und den Lion jetzt, den haben sie auch wieder nicht im Cut gemacht, also sondern der ist auch modelliert tatsächlich. Mhm. Ja, also anscheinend sind sie da jetzt zumindest für die Modelle wieder davon abgekommen. Aber jetzt muss man. Ich glaube, Forgeworld gibt seinen Designern für die Modelle vergleichsweise viel Spielraum, worauf sie Lust haben. Deswegen sind auch die Primarchen nicht ganz in der Reihenfolge des Erscheinens der betreffenden schwarzen Bücher rausgekommen, sondern worauf jetzt der eine oder der andere am meisten Lust hatte. Das Einzige, was mir jetzt noch einfällt zu dem Ganzen, ist mit dem Sanguinius, weil ich mir nämlich für meinen die ganze Zeit überlege, was um Himmels Willen ich dem für einen Kopf geben soll. Weil der Kopf von dem Modell, also ich habe den jetzt letzte Woche irgendwie ausgepackt und mir das in Ruhe angeschaut, der schaut so scheiße aus. Der schaut überhaupt nicht aus wie der Sanguinius in den ganzen Artworks. Der ist total hager und hat so einen ganz schmalen Kopf und ist so total eingefallen. Hat einen viel zu langen Hals. Also wenn du den jetzt aus der Power Armor rausnehmen würdest, dann wäre der Hals genauso lang, wie sein Kopf hoch ist. Ja, wie ein Vogel halt. Ja, aber das... Kein Wunder, dass er die Flügel hat. Ja. Und das Gesicht ist so hager und so eingefallen. Der schaut, das könntest genauso gut dem Konrad Körs aufsetzen, den Kopf. Mhm. Der gefällt mir überhaupt nicht. Ich würde jetzt bei dem, was ja immer heißt, der ist ja quasi so, hat er so ein Engelsgesicht und ist mehr so engelsartig. Und das passt da überhaupt nicht dazu, finde ich. Da muss ich mir jetzt mal überlegen, was man dem für eine Rübe aufsetzen könnte. Machst wie ich bei Ferus Manus. Keinen Kopf. Das ist auch eine Möglichkeit. Ja, da wäre, glaube ich, auch echt ein Helm sehr cool gewesen bei dem. Beim Sanguinius, ja, aber da weiß man ja eben, dass der wohl in der Regel keinen Helm benutzt hat. Aber ich habe es mir auch gedacht, ein Helm wäre natürlich noch eine Option. Naja, aber in Corona-Zeiten würde auch Sanguinius einen Helm tragen. Also ja, vermutlich. Ja gut, den Primarchen macht so ein blöder Virus nichts. Ne? Ja, also beim Siege of Terror, was ich jetzt gerade lese, und da stürzt er sich vom Eternity Gate, glaube ich, da hat er einen Helm auf, weil er sich in die nebelschwarze Death Guard hineinwirft. Na ja gut, also, dann könnte man sich doch überlegen. Ja. Aber also wie gesagt, dieser Kopf, der gefällt mir überhaupt nicht. Ich finde den ganzen Rest von dem Modell wirklich toll, aber der Kopf, der tut es für mich nicht. Ja, die Haare sind nicht schön modelliert. Nee, und aber wie gesagt, er ist so hager, der hat so total eingefallene Wangen. Ja, und der schaut aus, als wäre er kurz vorm Verhungern. Was aber sehr schön ist, ich schaue mir gerade das Artwork an, also nicht das Artwork, sondern die Pro-Bemalung. Da haben die sogar Non-Metallic Metal gemalt. Ja. Das ist gar nicht mal
Mal schauen, ob wir den Markt das auch genutzt haben. Aber ich meine, dass der... Na, da haben sie es auch genutzt. Der Magnus hat es auch, ja. Auch in den Rennen, ja. Ja. Aber da mit Schuhmetallic-Farben drauf gehen, das macht mehr Spaß. Ja, das sehe ich auch so. Ja, das ist... NMM, das musst du wirklich perfekt können, ansonsten lass es. Ja, also mir gefällt es einfach nicht. Also ich habe schon ein paar Sachen NMM gesehen, wo ich mir denke, oh, das ist so toll gemacht. Also das ist handwerklich irre. Aber trotzdem gefällt es mir einfach nicht. Also das ist halt einmal und schon hat den falschen Winkel wieder drauf. Ja. Ja. Naja, gut. Dann haben wir euch jetzt den Peter vorgestellt und nach einer kurzen Pause werden wir uns gemeinsam das erste Projekt von Peter für Peters Farben der Häresie anschauen. Und das ist ein, haben wir jetzt schon quasi angekündigt. Das werden wir erst am Ende des Videos überhaupt verraten. Du Affe. Nein, der Christian sagt es uns jetzt schon. Ein Alpha-Legionär. Genau, und passend dazu werden wir in unserer nächsten Folge gleich noch ein bisschen was zur Alpha-Legion erzählen. So, jetzt schauen wir uns an, was der Peter sich da Schönes überlegt hat für die Alpha-Legion. Wir haben hier von ihm eine ganze Batterie von Bildern bekommen, die er quasi gemacht hat während des Bemalprozesses. Was sehen wir denn jetzt hier als erstes? Das schaut aus wie ein Schulterpanzer und ein Arm. Genau. Also die Herausforderung war ja, die Alpha Legion hat etwas sehr, sehr eigenwilliges Farbschema, was nicht unbedingt so leicht zu erreichen ist. Also wir haben ja, je nachdem, was für Promobilder oder was für Artwork man sich anschaut, pendelt das zwischen einem Türkiston, manchmal fast dann geht es auch in die Richtung zu diesem Seegrün, wie den Sons of Horus, aber auch ein bisschen ins Lila und Purple-mäßige abgleiten. Also da gibt es ganz, ganz viele Nuancen. Und die Aufgabe, die ich mir jetzt gesetzt hatte, war, einen Weg zu finden, wie man einen metallischen Ton erreichen kann, der aber zwischen so einem Türkis-Blau und mit ganz leichten grünen Elementen, gerade in den helleren Stellen, spielt. Und das kann man, also das konnte ich einfach nicht so aus dem Theoretischen mir ableiten. Habe mir also hier einen Schulterpanzer und einen Arm einfach schnell grundiert und habe dann da einfach mal ein paar Wege ausprobiert. Und der Weg, den ich euch jetzt vorstelle, der ist daraus entstanden. Das ist auch etwas, was ich jedem anraten möchte, gerade wenn so ein bisschen komplexere Farbnuancen drin sein sollen. Jeder von euch hat irgendwelche Bits rumliegen. Schnappt euch das auf den Korken drauf, grundieren und einfach mal testen. Also der Test hier, den ihr hier seht, das waren 10 Minuten. Da habe ich einfach mal ganz kurz geguckt, bam, 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 funktioniert das alles. Und genau, das okay. Also prima eignen sich Primaris Marines, weil die werden einem von GW bei jeder Gelegenheit als Promo hinterhergeworfen. Und als Horus Heresy-Spieler kannst du mit denen eh nichts anfangen. Also sind die ganz praktisch, weil die vergleichsweise die gleichen Proportionen haben wie ein richtiger Space Marine und dich im Normalfall nichts kostet. Ja, richtig. Und jetzt, du kennst ja auch diese Kontrastfarben, oder Peter? Genau, kenne ich, ja. An die hast du nicht gedacht, ganz bewusst, oder? Weil ich die nicht zu Hause habe. So. Okay. Und die könnten, glaube ich, auch funktionieren. Müsste ich halt erstmal Erfahrung sammeln. Mir ging es jetzt darum, mal mit dem, was ich zu Hause habe, einen Weg zu finden. Entschuldigung, ich bin ein Idiot. Ich meinte nicht die Kontrastfarben, sondern ich meinte die Color Shift Farben. Ah, doch, nee. Die habe ich hier irgendwo mal rumliegen gehabt. Die habe ich sogar ausprobiert. Da war es aber so, dass ich mit denen
da habe ich keine Kontrolle über den Farbton gehabt. Genau. Weil die sehr, sehr irregulär shiften. Und ich wollte halt hier versuchen, etwas zu finden, was sehr leicht produzierbar ist, weil es gibt ja viele Leute, die jetzt vielleicht keine 15 Jahre Malerfahrung haben, sondern wo es einfach schnell gehen muss und wo sie keine Fehler machen können. Ja. Und die Schritte, die ich euch jetzt zeige, basieren alle auf Inks. Also das sind schwerpunktmäßig Inks von Scale 75, von dem spanischen Hersteller, die sehr, sehr hoch pigmentiert sind. Das sind diese Inktensities, oder? Genau. Ah, die mag ich auch voll gern. Die sind super. Farbe gut, weil sie in einem Achterpack, glaube ich, kommen. Und ich benutze die zum Beispiel sehr stark, um irgendwas einzufärben. Oder wenn ich beim Mischen merke, dass mir die Power in der Farbe verloren geht. Und dann haue ich da einfach nur 2-3 Tropfen von den Inks rein und auf einmal haben die Farben wieder richtig Kraft. Mhm. Und das war die Idee, weil die sind super günstig. Man muss sie einfach nur runter verdünnen. Mhm. Und dann kannst du alles hier eigentlich mit einem Zweierpinsel machen. Ja. Super detailliert arbeiten. Ich habe jetzt gefragt wegen der Color Shift Farben, weil es war so, ich würde jetzt sagen, so ein bisschen so ein Hype, als die rauskamen von Green Stuff World und alle gesagt haben, ja, boah, die sind ja super für Alpha Legion und da gibt es eben so einen Farbton, der dafür besonders in Frage kommt. Ich hab mich jetzt nicht erinnert, kann mich jetzt nicht erinnern, wie der genau heißt, ist eigentlich aber auch wurscht. Und da haben das relativ viele Leute gemacht und ich habe mir immer gedacht, so geil schaut das gar nicht aus, weil... Also das wirkt jetzt auf den ersten Blick erstmal total cool, ja, weil also auch wenn man dann diese Figur dreht und so. Aber was du eben nicht produzieren kannst mit den Color Shift Farben, sind hellere und dunklere Stellen. Ja. Also du hast halt einfach nur dann diesen einen Farbton drauf und dann habe ich mir nochmal so ältere Figuren angeschaut von Forge World selber, also wie du das nennst, so Promo-Modelle. Und da hat mir das eigentlich sehr viel besser gefallen, wie die das gemacht haben. Und das ist ja jetzt eher auch so die Bresche, in die du jetzt hier schlägst. Ja. Genau, weil mir ist es ganz wichtig, ich möchte immer Kontrolle über meine Farben haben, weil wenn ich so eine Farbe habe, die selber shiftet, dann kann ich nicht mehr viel machen, weil die Gefahr besteht, wenn ich die dann irgendwie abschattiere oder sowas, dass dann der Effekt verloren geht oder der Arbeit umsonst gehabt. Sondern ich möchte grundsätzlich immer schauen, dass, weil ja auch Geschmäcker ein bisschen verschieden sind. Der eine mag es vielleicht hier mehr grüner haben, der andere mag ein bisschen mehr von dem Violett mit drin haben. Dass man das immer selber machen kann und selber entscheiden kann. Das ist malen ist etwas Schönes, malen ist etwas, wo man sich selber ausdrücken kann. Da brauche ich keine vorgemischten irgendwas Farben. Ja. Also bei ist auch so, ich mische ganz, ganz viel. Ich habe später noch ein Bild von meiner Nasspalette da. Zum Beispiel Hautfarben mache ich grundsätzlich nur aus den drei Primärfarben und Schwarz und Weiß. Ja. Und mische alles hin, weil ich einfach so viel mehr Möglichkeiten habe. Und das ist die Philosophie, die ich so ein bisschen vertrete. Aber primär ging es mir hier wirklich darum, einen schnellen und einfachen Weg zu finden, den man auch, sage ich mal, bei 20 Figuren gleichzeitig macht. Das ist auch total sinnvoll, weil das ist ja quasi auch das, was wir unseren Zuschauern irgendwie bieten wollen, dass sie das auch nachmachen können. Wenn wir jetzt hier irgendwelche hochkomplexen Malereien machen würden, das ist ja für die meisten dann eher nichts, ja, weil das ergibt sich dann eh von selber, wenn man jetzt quasi so malt. Ja, also... Dann schauen wir uns jetzt mal das nächste Bild an, oder? Genau, das ist eigentlich das, womit ich angefangen habe. Also ich habe direkt auf eine schwarze Grundierung gearbeitet. Ab und dann mache ich so, dass ich eine zweifarbige Grundierung mache, also meistens von weiß nach oben einnebel. Hier wollte ich bewusst, weil ich mit Metallfarben arbeiten werde, die einfach eine gewisse Tiefe manchmal auch brauchen, arbeite ich grundsätzlich immer mit einer schwarzen Grundierung. Mhm. Auf dem nächsten Bild siehst du auch gleich die Farbe, die ich für die Grundschicht hergenommen habe. Das ist von auch Scale 75, die Farbe Cobalt Alchemy.
Es gibt ein wunderschönes Metallfarbset von Scale 75. Und die haben auch eingefärbte Metallfarben. Da gibt es Blau, da gibt es ein Gelb, da gibt es ein Grün. Ja, ich habe so eine Zitrinenfarbe von denen. Also so ein Gelb-Gold, also knallgelbiges. Ja. Ja, das ist sehr schön. Die Farben sind wirklich, wirklich cool. Und hier habe ich mich jetzt dafür entschieden, weil ich einfach schon diesen blauen Farbton mit drin haben wollte. Und auf dem nächsten Bild siehst du auch, dass ich das in mehreren Schichten aufgetragen habe. Also das ist jetzt direkt auf die schwarze Grundierung, die Schicht mit dem Kobalt-Alchemie. Und bewusst wollte ich auch dieses Bild zeigen. Es ist nicht schlimm, wenn überall die schwarze Grundierung noch durchschimmert, sondern man sieht es dann auf dem nächsten Bild, wo ich dann schon mehr, also wo ich dann einfach mal die ganze Figur schon mit einer zweiten Schicht auch eingelegt hatte. Philipp, wie machst denn du das immer? Malst du immer eine Schicht oder mehrere? Das ist jetzt eine vergleichsweise hinführende Frage. Also im Normalfall arbeite ich mit einer leicht verdünnten Schicht und dann schaue ich einfach, wie stark das deckt. Und wenn es für meine Verhältnisse nicht gut genug deckt, dann schaue ich erst, dass ich noch eine vielleicht noch stärker verdünnte Schicht erstmal halbwegs deckend drauf bekomme, bevor ich jetzt zum Beispiel noch einen Wash oder eine weitere, also eine andere Schicht oder eine andere Farbe drauf klatsche. Also eher arbeite ich mit zwei Schichten, beziehungsweise ich schaue erstmal nach einer ersten Schicht, ist die voll deckend, und dann haue ich lieber noch eine zweite Schicht drauf, bevor ich dann weiterarbeite. Okay. Ja. Der Ansatz ist auch gut. Also ich würde grundsätzlich immer empfehlen, wenn man eher dunklere Farben hat, reicht eigentlich bei den meisten Figuren eine Zwei-Komponenten-Grundierung, also eigentlich schwarz komplett und dann einmal von oben weiß eingenebelt, dass man ein bisschen oben, also an den harten Stellen, ein bisschen hellere Farbtöne erzeugen kann. Wenn du aber zum Beispiel sowas wie Gelb hast, auch das Rot von den Blood Angels, würde ich sehr wahrscheinlich komplett auf weiß grundiert anfangen. Und da reichen dann meistens auch ein oder zwei Farbschichten. Bei Schwarz brauchst du halt manchmal ein bisschen mehr. Ja. Genau. Und du siehst jetzt auch auf dem nächsten Bild, das ist, da sieht man schon, dass die Farbe sehr deckend aufgetragen worden ist, das ist dann nach der dritten Farbschicht. Ja. Ich nehme mir bewusst da ein bisschen Zeit, um drei Schichten aufzutragen, damit es einfach sauber ist. Weil die Grundschicht bei der Technik hier sollte auf alle Fälle größtenteils deckend sein, weil wir ab jetzt eigentlich fast nur noch mit Inks arbeiten. Okay. Du siehst auch auf dem nächsten Bild, womit ich zuerst angefangen habe, das ist dieses Inktense Green. Das habe ich zu 50-50 mit Wasser gemischt. Und also meistens habe ich hier sowieso nur mit 50-50 Schichten mit den Inks gearbeitet. Manchmal ein bisschen mehr Wasser dazu, weil diese Farben super, super intensiv sind. Wenn man zu wenig Wasser drauf hat, dann hat man gleich Flecken überall. Ja. Man sieht es auf dem ersten Bild auch. Ich bin hier, da habe ich glaube ich eine Zweidrittel, ich habe hier auch 50-50 gemacht und habe einfach mal das ganze Modell eingekleidet. Und einfach mal komplett drüber. Ich habe einen Zweier Pinsel genommen und einfach mal drauf geschmiert. Vollkommen ohne irgendwie Rücksicht auf Details, einfach mal drauf. Das ist ganz süß, weil das hat so in den Vertiefungen oder an so manchen Stellen ist dann so ein Grünschimmer, so ein starker Grünschimmer stehen geblieben. Genau. Ja. Und man könnte jetzt, wenn es zum Beispiel zu schwach ist, wartet man einfach, bis das getrocknet ist und geht einfach nochmal mit einer zweiten Schicht drüber. Auf dem nächsten Bild sieht man dann, was ich habe ich eine Mischung gemacht. Also ich habe das Intense Blue und das Intense Green zu gleichen Teilen gemischt und dann auch wieder mit Wasser verdünnt. Und habe dann auf dem nächsten Bild... Also das ist jetzt 25% Green, 25% Blue und 50% Wasser. Genau. Ja, okay. Und man muss ein bisschen ein Gefühl dafür bekommen. Also deswegen habe ich ja eben auch empfohlen, dass man
das vorher einmal in einem kleinen, unbedeutenden Modell ausprobiert, ja, dass man ein Gefühl bekommt, wie man mit diesen Farben arbeiten muss. Weil Mischungsverhältnisse sind immer ganz, ganz schwer anzugeben. Weil ich habe jetzt keinen Tröpfchenzähler, sondern ich nehme halt einfach mal einen Pinsel, haue Wasser drauf, gehe auf meine Nasspalette, ja, wo Wasser nachgezogen wird. Also deswegen immer ganz, ganz schwer. Aber deswegen hier eben auch die Bilder. Ja. Du siehst es zum Beispiel auf dem nächsten Bild. Da bin ich dann auch einmal komplett über das Modell drüber gegangen. Und man sieht hier dann schon, wie dieser blau-grüne Ton, die ganze, also die Rüstung den ganzen blau-grünen Ton annimmt. Ja, total. Ja. Und auch wenn du nochmal ein Bild weitergehst, habe ich es dann gleich nochmal ein zweites Mal gemacht. Und schon sieht man, es wird immer dunkler. Ja. Man sieht auch ganz leicht, wenn man sich mal oben die Schulterpanzer anschaut, gerade den linken oder auch den rechten, beide, die sind beide noch ein bisschen heller. Ja. Ich habe gerade beim zweiten Farbauftrag dann die oberen Stellen, gerade an den Schulterpanzern, nicht bedeckt mit der zweiten Schicht, weil ich arbeite meistens nach einer Lichttheorie, wo das Licht zenital von oben kommt und dadurch die erhabenen und die höher gelegenen Stellen oder die nach oben zeigen, meistens einfach heller sind. Und den Effekt wollte ich hier ein bisschen nachholen. Ja. Auch auf den nächsten Schritten dann immer wieder tun, dass ich eigentlich ich versuche dieses Volumen rauszuarbeiten, dass es an den oberen Stellen einfach heller ist und nicht so dunkel wird. Mhm. Auf dem nächsten Bild habe ich dann die andere Farbe von diesen Metallics von Scale 75 genommen. Smaragd. Ja, Emerald Alchemy. Das ist ein wunderschöner Grünton mit Metallpigmenten drin. Und das siehst du auf dem nächsten Bild. Dann, da habe ich dann nochmal die Schulterpanzer oder auch die Unterarmpanzerungen, die nach oben zeigen, die Teile, habe ich mit diesem Emerald Green einfach ganz grob drauf gemalt. Also ich habe da eher so eine Tupftechnik benutzt, also gar nicht das irgendwie schön aufgetragen, sondern einfach nur mal draufgehauen, dass es einfach an den oberen Bereichen wieder heller ist. Auch im Helm ganz oben siehst du es oder auch hinten auf dem Wolkenmodul. Ja. Hier ein bisschen das Schwierige auf den Bildern, weil man, ich habe eine Tageslichtlampe bei mir zu Hause, dadurch reflektiert es sehr stark auf den Oberflächen. Genau, auf dem nächsten Bild habe ich es dann noch mal ein bisschen verfeinert, habe dann ein bisschen die Kanten nachgezogen, habe noch ein bisschen an der Hand das nachgearbeitet. Man sieht aber zum Beispiel auch den Torso in der Mitte, habe ich vollkommen in Ruhe gelassen. Ja. Der war einfach genauso. Ja, dann, der ist ein ganzes Stück dunkler jetzt, ja. Ja. Genau. Was ich dazwischen drin auch immer wieder gemacht habe, wenn ich gemerkt habe, ich habe noch gewisse Bereiche gehabt, die noch zu hell waren oder zu dunkel waren, dann habe ich nochmal diese 50-50-Mischung da punktuell aufgetragen. Mhm. Also das ist ein bisschen Gefühlssache, wie es einem dann halt gefällt. Was ich mir dann dachte, ich war komplett an der Stelle von diesem Blau-Grün komplett überfordert. Mir hat da ein bisschen Struktur gefehlt. Ich bin ein ganz großer Freund, das sieht man auf dem nächsten Bild, von den Metallfarben von Vallejo. Und hier gibt es Airbrush-Farben. Da habe ich drei Stück davon. Einmal dieses Gunmetal Grey, dann gibt es einen sehr schönen kalten Goldton und einen Kupferton. Die benutze ich immer, weil sie zu 100% deckend sind beim ersten Auftrag. Mhm. Und die benutze ich immer als Grundlage für Metallfarben. Also wenn ich irgendwie kein eingefärbtes Metall benutze, sondern ein blankes Metall. Und hier habe ich dann die Teile, die bei der Alpha Legion in Silber sind. Die haben ja diesen Silber versus Blaugrün Farbschäden. Da habe ich dann, das sieht man auf dem nächsten Bild, einfach ein bisschen Struktur reingebracht in die Figur. Mhm. Man sieht es zum Beispiel, die Begrenzungen der Schulterpanzer, die Kabel in der Mitte, die zum ja, diese Brustgurte, ja, genau, und am Helm ja auch das Visier. Ja. Genau, also ich habe versucht, da einfach Klarheit reinzubringen, weil damit ich sehen kann, wo muss ich jetzt noch mit den farbigen Inks wieder reingehen, wo kann ich weiterarbeiten,
wo habe ich eine gewisse Balance in dem Modell. Jetzt, wenn ich kurz einhake, ja, bei dem, sag mal, dieser, es ist kein Patronengurt, sondern es ist schlicht und ergreifend die Struktur bei Mark III, dieses Kreuz über die Brust des Torsos. Ja. Da ist aber jetzt noch eigentlich kein Wash dabei, sondern es ist einfach nur dieses Gunmetal Grey aufgetragen, ja, auf dem, im Endeffekt freigelassenen schwarzen Grundierung, die teilweise ein bisschen Farbauftrag von dem Metallic hat. Genau. Da ist noch gar kein Wash dabei, okay. Das ist das Coole an den Farben, gerade dieses Gunmetal Grey ist ein bisschen dunklerer Metallton. Deswegen würde ich sehr, sehr, sehr gerne als Grundierung für Metallflächen, eben auch, weil es zum Beispiel auf einer schwarzen Grundierung zu 100% sofort deckend ist. Mhm. Also das Auto raus, zack, Bogen drauf und da siehst du gar nichts mehr. Also du kannst damit sehr schöne Figur strukturieren. Mhm. Ich brauche das immer mal wieder. Ich fange meistens mit sehr groben Skizzen an, wenn ich Figuren bemale. Aber ab und an sind dann für mich Metallfarben also die Möglichkeit, das Ganze mal abzugrenzen. Immer im Wechsel eine farbige Fläche versus Metallfläche und da einfach ein bisschen Ruhe für mich reinzubringen, weil und das auch auf eine sehr, sehr schnelle Art und Weise, weil ansonsten ich vor lauter Plaudern in dem Fall einfach nichts mehr gesehen habe. Ja. So, auf dem nächsten Bild seht ihr eine weitere Farbe von Vallejo, das Darksea Blue. Warum habe ich mich für die Farbe entschieden? Ich wollte nicht, dass die ganze Figur metallic schimmert. Das wollte ich. Sondern ich wollte, dass die Stellen, die dunkler sind, wir sind hier wieder ein bisschen in der Lichttheorie drin, dass die eigentlich matt sind. Weil ansonsten hast du auch in den dunklen Stellen reflektiert die überall das Licht, sobald die irgendwie reinkommen und keiner versteht die Figur nicht richtig. Ich habe mir hier hier wird es wahrscheinlich eine etwas größere Verdünnung gewesen sein, weil die Farbe relativ dick ist und sehr deckend ist. Wahrscheinlich so 25% Farbe, 75% Wasser. Da habe ich mir eine Wash auch gemacht und hab die über die Stellen gezogen, die grundsätzlich eher dunkler sein werden. Das sieht man auf dem nächsten Bild. Gerade sehr schön zu sehen an den Füßen oder auch am unteren Teil des Schulterpanzers von beiden, dass es da auf einmal matter geworden ist. Ja, ja. In Bereichen auf der Brustpanzerung, die mehr eigentlich dunkler sind, auch da habe ich es aufgetragen. Weil ich wollte, dass dieser coole Metalleffekt, dieser Metallschimmer, dass der im Licht da ist, aber eben nicht im Schatten. Und das ist ja grandios, das gefällt mir total gut. Also das war die Idee, dieses Spiel damit reinzubringen, weil da, ansonsten ist die ganze Figur so eine einzige Bling-Ding-Geschichte. Und die Inks selber haben auch immer noch einen gewissen Eigenschimmer. Und dann hast du da so was Speckiges, Glänziges da auf der Hand. Das soll das soll nicht aus den 80er Jahren. Kein Fabergé-Ei. Ja, genau. Das fand ich ganz frustrierend und dachte mir, ich muss da jetzt ein bisschen Mattheit reinbringen. Ja. Aber musst wirklich nur die, also beim rechten Schulterpanzer sieht man es, dass ich nur die untere Hälfte einmal damit von oben nach unten gewascht habe. Ja. Und ich glaube, das habe ich sogar hier zweimal gemacht. Habe erstmal die untere Hälfte und dann das untere Viertel, um dadurch den Effekt ein bisschen zu verstärken. Genau, auf dem nächsten Bild sieht man es dann nochmal ein bisschen stärker. Das sieht man dann auch. Ich habe dann hier, wenn man sich den rechten Schulterpanzer anschaut, ganz oben nochmal was von diesem Emerald Green wieder oben drauf gesetzt, dass da der Metalleffekt wieder ein bisschen stärker drauf kommt. Mhm. Genau. Und den Effekt habe ich dann auch nochmal verstärkt. Das sieht man auf dem nächsten Bild. Da habe ich eine Mischung wieder gemacht aus dem Emerald Green, aus dem Emerald Alchemy und etwas, was ich ganz großer Geheimtipp für alle, die Metallfarben benutzen. Besorgt euch dieses Metal Medium. Ist auch von Vallejo.
Das sind pure Metallpigmente, die unwahrscheinlich hell sind und extrem gut reflektieren. Ich benutze das in der Reinform normalerweise, wenn ich Reflektionspunkte auf Metall setze, und da auch immer nur einen einzigen Tropfen, weil das so rausknallt, dass man eigentlich gar nicht so sehr großflächig machen kann. Man kann mit dem Medium auch eigene farbige Metallschöne mischen. Also meine Vermutung ist, dass Emerald Alchemy nicht anders entstanden ist. Da wird man auch so ein Metallmedium genommen haben und einfach ein bisschen Farbe dazu gegeben haben. Nichts anderes. Also man könnte sich jetzt hier zum Beispiel ein lila Metall bauen oder ein Rotmetall. Alles möglich. Hier habe ich wieder eine 50-50 Mischung gemacht. Metallfarben, wichtig, verdünne ich nicht so sehr. Also da ist es eher so, da sind 75% Farbe und 25% Wasser ungefähr. So, auf Gefühl. Weil wenn die zu sehr mit Wasser verdünnt werden, dann hast du nur Metallpigmente, die da durch die Gegend schwimmen. Richtig, ja. Genau. Hier habe ich mich jetzt auch wieder auf die eher erhabeneren Stellen konzentriert, also auch wieder den Schulterpanzer, die Unterarme und die Fußspitzen und die Kanten von den Schienbeinschulern. Sieht man ganz leicht die Kante, da habe ich die mitgenommen oder auch hinten. Also man sieht langsam, wie ich versuche, das Ganze in Licht und Schatten zu setzen. Hab dann auch zwischendrin, wo ich dann Unsauberkeiten hatte oder wo ich Übergänge hatte oder Farbstufen, bin ich dann nochmal mit einer Wash drüber gegangen. Das ist das Schöne an der Technik. Man kann jederzeit einfach die Washes, die man sowieso schon hatte, einfach nochmal ganz kurz auftragen, vielleicht mit ein bisschen mehr Wasser mit hinein, wenn man Angst hat davor. Einfach so ein bisschen mit dem Spielen. Und ich bin hier immer noch mit einem Zweierpinsel unterwegs. Also jetzt kein irgendwie 3-0er, sondern wirklich einfach dicker Pinsel, bam, 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 einfach drauf. Super einfach. Und man muss da auch gerade bei Metallfarben gar nicht, oder gerade bei diesen Scale 75 Metallfarben, gar nicht so sehr darauf achten, dass man die super sauber aufträgt, weil die sich ein bisschen leichter verarbeiten lassen. Also die verschmelzen mit anderen Metallfarben recht gut. Ja. Genau. Nächstes Bild habe ich mich wieder um die Metallflächen gekümmert, die silbrig werden. Da hatte der Philipp ja vorhin schon eingehakt. Hier habe ich jetzt auch von Model Air von Weicho das Steel genommen, also ein eher bläulicher Metallton, aber deutlich heller als das Gunmetal Grey. Und auf dem nächsten Bild sieht man, es hat dann die oberen Teile oder auch wieder die erhabeneren Stellen der Metallteile bemalt. Also man sieht es zum Beispiel am oberen Brustgurt oder in der zentralen Schnalle, wo es dann oben einfach heller wird. An den Begrenzungen der Schulterpanzer sieht man es jetzt einfach durch die Lichtreflexion eher schlechter, aber auch da habe ich es aufgetragen. Und dadurch brauchst du, Philipp, um da nochmal darauf einzugehen, gar nicht so sehr eine Wash, sondern allein dadurch, dass du Helligkeit generierst bei Metallfarben, entsteht automatisch dieser dreidimensionale Effekt. Ja. Genau. Nächstes Bild habe ich mich wieder ein bisschen um die Mattigkeit in der Rüstung gekümmert. Und da habe ich jetzt zwei Farben genommen. Die habe ich nicht gemischt, sondern ich wollte nur beide Varianten zeigen. Das eine ist auch von Scale 75, dieses Adriatic Blue. Ein wunderschöner Hellton-Türkiston. Ja, das ist toll, das habe ich auch. Das ist eine super schöne Farbe. Ja. Und vor allem die Scale 75 Farben haben die sehr, sehr schöne Angewohnheit, dass sie sehr matt sind. Also es gibt, wenn man zum Beispiel sich die GW-Farben anschaut, die sind eher ein bisschen glänziger. Die auch die Watches sind sehr glänzig. Also. Ja. Deswegen benutze ich GW-Farben eher selten, außer die alten. Die, hier noch um eine Lanze für die alten Citadel-Farben zu brechen. Ja. Das waren die einzig wahren Farben, mit denen also ich töte für oder würde fast schon töten für einen alten Farbkoffer, der noch alle Farben drin hat. Ja. Das ist fast so, ja, das ist mit so einem wie heißen die in Horus Heresy
dieses Standard-Konstruktionsteile SKT? STC, genau, also ungefähr so. Standard Template Construct, ja. Genau, so eine Gewichtung hat es für mich, weil das so schöne Farben waren, aber die hat GW leider aus dem Programm genommen, warum auch immer. Genau, und die sind eher glänzig, die aktuellen GW-Farben. Die Vallejo-Farben sind schon ein bisschen matter und die Scale 75, die sind sehr matt. Also wenn man auch ein bisschen damit mit den Mattheitsgraden und Glänzigkeitsgraden arbeiten möchte, kann man sich zwischen den drei Farben sehr gut einpendeln. Oder was ich hier noch mit reingenommen habe, das ist von Golden, sind es flüssige Acrylfarben und mit sehr, 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 sehr hohen Pigmentanteilen. Also ich hatte vorhin die Inks erwähnt, die ich benutze, um einfach Kraft wieder in meine Farben zu bekommen. Diese Golden-Farben, das ist pure Energie. Also die sind so intensiv, da gibt ganz kleinen Tropfen irgendwo mit dazu, da kriegt ihr keine Intensität mehr raus. Also das ist Wahnsinn, das Zeug. Sind auch sehr teuer. Also da kostet je nach Pigment so eine Flasche, die ich hier habe, das sind die kleinen Flaschen, die gehen da so bei 12 bis 15 Euro los und dann kann man 30 Euro dafür bezahlen. Aber sie sind es wert. Also die Vorräte, die ich hier habe, die sind jetzt sicherlich schon 3 Jahre alt und da. Ich habe vielleicht mal überall einen Tropfen mal raus, weil ich die ganz, ganz selten benutze. Hab aber, wollte jetzt einfach nur mal diese beiden Varianten zeigen. Man kann den nächsten Schritt mit beiden machen. Auch da habe ich wieder eine Wash draus gemacht und bin einfach auch wieder auf, ich sage mal, die unteren 2/3 der Rüstung drüber gegangen, weil ich einfach diesen Mattheitsgrad wieder reinbekommen wollte und wieder auch ein bisschen diesen Blauton. Hier sieht man jetzt auf dem Bild entsprechend, dass da jetzt einfach die ganze Figur noch ein bisschen matter geworden ist. Und dann nochmal, wenn du ein Bild weitergehst, habe ich dann wieder mit den Washes ein bisschen gearbeitet. Hier habe ich jetzt eine grüne Wash wieder drüber gezogen. Wenn man jetzt beide Bilder vergleicht, das erstere ist eher noch bläulicher, das zweite hat dann wieder mehr Intensität ins Grüne bekommen. Sieht man das? Ja, ich sehe es. Gut. Also es ist so ein Farbspiel. Mhm. Genau. Dann kommen wir zu dem nächsten Schritt, da habe ich die Intense Black benutzt. Das ist Bild 29, Christian, nur falls du. Ja, ich hab's schon. Ja. Hast du schon, sehr gut. Das habe ich jetzt benutzt, um die Figur weiter zu strukturieren und abzugrenzen und auch nochmal ein bisschen Schatten punktuell zu verstärken. Also da habe ich mir ungefähr eine 50-50-Mischung gemacht. Und auf dem nächsten Bild sieht man das. Ich habe jetzt gerade an den Füßen sieht man es, da ist es doch dunkler geworden. Da bin ich einmal drüber gegangen, aber eher auf den Innenseiten. Ganz an den unteren Teilen der Schulterpanken sieht man das, also da, wo die Begrenzungen sind. Da habe ich ganz vorsichtig an den Begrenzungen entlang gezogen, beziehungsweise auch wieder an dem Brustgurt sieht man auch, dass ich unterhalb des Brustgurtes ganz leicht da reingegangen bin mit der Farbe. Also auch da wieder der Versuch, mehr Struktur reinzubekommen. Und auch die Augen oder gerade auch das Helmvisier, auch da bin ich mit der Wash reingegangen, um da die Rillen ein bisschen herauszuarbeiten. Ja. Dann kommen wir zu dem Schritt, der vielleicht dem einen oder anderen hilfreich sein könnte, leuchtende Space Marine Augen. Wie kriegt man das am besten hin? Jetzt sind alle ganz gespannt. Ja, ja, das denke ich mir. Man nehme einen Weißton. Ich habe jetzt hier ein Ivory von Vallejo benutzt. Man kann das auch mit einem normalen anderen Weißton machen. Und im nächsten Bild sieht man dann noch die
eine der Intensfarben. Ich habe mich hier für Rot entschieden. Und auf dem nächsten Bild sieht man, wie ich vorgegangen bin. Also, was ich zuerst mache, ist, in die Augen lasse ich eine verdünnte, das ist auch so ungefähr 50-50 verdünnt, dass ich einfach die weiße Farbe komplett reinlaufen. Also ich male das richtig, entweder ich male es rein oder ich lasse es reinlaufen. Es kommt ein bisschen auf die Viskosität der Farbe an. Und ich lasse die zu 100% durchtrocknen. Also ich gehe dann mir noch mal einen Kaffee holen. Das kann manchmal bis 10 Minuten dauern, je nachdem, wie dick der Farbauftrag da drin ist oder wie flüssig die Farbe noch war. Aber das muss definitiv ausgetrocknet sein. Weil dann nehme ich die Intense Rot, die nehme ich sogar pur und lasse die auch da reinlaufen. Und dadurch, dass man diese weiße Unterschicht hat und dieses knallige Rot rüberlaufen lässt, wird der Roteffekt noch mehr verstärkt. Also das ist wieder dieses Thema, was ich vorhin meinte, ganz am Anfang. Wenn du hellere Farben erzeugen willst, nutze eine weiße Grundierung. Wenn du eher dunklere Farben haben möchtest oder gesättigtere Farben, dann benutze eher eine schwarze Grundierung. Hier habe ich jetzt eben eine weiße Grundierung in Anführungszeichen benutzt und habe dann einfach das Rot hineinlaufen lassen. Sehr gut. Genau. Ja, man sieht auch, wie es rausknallt. Genau, und wenn man es dann noch wirklich auf die Spitze treiben möchte, dann habe ich mich natürlich zurückhalten können, habe ich danach dann noch einen weißen Reflexpunkt überall reingesetzt. Aber das ist dann natürlich so meine eigene Angeberei wieder mal. Ja, das muss schon sein. Der Effekt der Zylonen, dass man so ein rotes Farbband drin rumlaufen lässt, das lässt sich, glaube ich, bei 28 mm noch nicht so ganz elektronisch per LED reproduzieren. Dann warten wir noch 10 Jahre, dann gibt es das auch. Genau. Oh, kann man schon machen. Bringen Sie auf solche Ideen, Philipp. Das ist nur wieder Genau. Auf dem nächsten Bild habe ich wieder eine andere Ink benutzt, das Intense Violet. Aus zwei Gründen. Ich wollte das einmal benutzen, um nochmal ein bisschen diesen Lila-Ton in die Rüstung mit reinzubringen. Aber auch nur wirklich sehr, sehr, sehr punktuell, weil die Balance, die ich da jetzt in der Figur schon hatte, wollte ich nicht zerstören. Hab das aber auch eher an den dunkleren Stellen benutzt, also einfach, dass da ein bisschen noch was Interessanteres passiert, noch ein weiterer Farbton mit drin ist. Und hab's auch in die Augen ganz leicht reinlaufen lassen. Also, dass man so eine gewisse Abgrenzung hat. Das sieht man dann auf dem nächsten Bild. Da habe ich auch schon angefangen, den Beutel ein bisschen anzumalen, also einfach so ein bisschen drauf rumgeschmiert. Also man sieht hier gerade auf dem Beutel, wie ich normalerweise sowas anfange, einfach mal schnell irgendwie ein bisschen draufschmieren und mal drauf gucken. Genau. Auf dem nächsten Bild sieht man dann auch, dass ich wieder mit ein paar anderen Washes nach drüben gegangen bin und die Farbintensität in der Rüstung erhöht habe. Also ich bin dann nochmal mit ein bisschen Blau draufgegangen, bin nochmal mit ein bisschen Grün draufgegangen. Das ist jetzt hier sehr vom persönlichen Geschmack abhängig. Die Technik ermöglicht es euch. Mhm. So wie ihr das für richtig haltet, ihr tragt einfach nur ein bisschen eine weitere Farbe auf, eine weitere Farbschicht. Man könnte jetzt auch hier jederzeit wieder mit dem Emerald Green, mit dem Emerald Alchemy, könnte man jetzt jederzeit auch wieder ein bisschen die helleren Stellen rausholen. Und dann wieder ein bisschen mehr draufnehmen. Also da kann man sehr, 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 sehr schön damit spielen. Genau. Und auf den nächsten Bildern sieht man dann auch, wie ich damit einfach immer wieder spiele. Das ist dann, wie das jetzt hier war, das war das Bild 38 zum Beispiel. Da sieht man, dass ich wieder ein bisschen von dem Emerald Alchemy oben auf der erhobenen Stelle wieder aufgetragen hat. Man sieht sogar am linken Schulterpanzer, wie dick dann noch die, also in der Kante sieht man das durch die Wasserreflexion, wie feucht die Farbe da bei mir war. Also ich hau das da wirklich einfach nur drauf.
Ja. Mhm. Ja, auf dem nächsten Bild sieht man dann einen anderen Schulterpanzer, wie dick sich da einfach diese Wash dort bündelt und dann dort abtrocknet. Ja. Genau. Und dann auf dem nächsten Bild ist er dann eigentlich auch fertig. Das Einzige, was da noch gefehlt hat, das waren dann die Legionsmarkierungen. Da hatte ich mir kurz überlegt, ob ich das auch noch mache. Aber da muss ich leider sagen, da ist die Alpha Legion echt undankbar. Ja, allerdings. Da passt ein Abziehbild. Das geht ja, auch ein Abziehbild. Und da hatte ich dann keinen Star und auch nicht die entsprechenden Chemikalien dafür. Und dachte mir, das darf dann der Christian machen, wenn er den in die Hand bekommt. Aber theoretisch wäre das jetzt genau die Zeit, wo man das dann einfach draufpackt. Und dann ist er eigentlich auch fertig. Ja. Auf dem Bild seht ihr dann noch meine Nasspalette und was für Farben ich da auch benutzt habe. Also ihr seht, es sind sehr viele Grüntöne, es sind Washes. Ja, da schlägt nur der Klecks Rot aus der Art. Genau, genau, das ist für die Augen. Ja, und das Ivory erkennt man auch. Ja, genau. Richtig, ja. Und auf dem nächsten Bild habe ich euch nochmal alle Farben zusammengestellt, die ich benutzt habe. In der Mitte ist auch noch das Trucker Green. Das habe ich einmal während der Figur benutzt. War aber mit dem Effekt nicht so ganz zufrieden. Also ich hatte es der Vollständigkeit halber mit drin, aber jetzt hier für das Video habe ich das einfach rausgelassen. Ja. Man kann es machen, wenn man jetzt eher die Figur in einen grünlicheren Ton ziehen möchte, also in einen dunkleren Grünton, dann bietet sich diese Farbe an, beziehungsweise ich weiß gar nicht, wie das neue vom EW heißt, Green Skin irgendwas, glaube ich. Also die Wash, die da haben, ist genau das gleiche eigentlich. Ja, ich habe irgendwas mit so, ich habe so ein Grün mit einem Eldar-Namen, das heißt irgendwie. Ja, also. Kann es sein, Bieltan Green oder sowas? Ja, das ist nicht neu. Bieltan Green ist schon 5-6 Jahre alt. Okay, also das habe ich auf jeden Fall. Ja, also es gibt auf alle Fälle eine grüne Wash, die man dafür genauso benutzen kann. Aber ich tue mich halt mit diesem Farbnamen immer schwer, weil ich einfach nur nach dem Farbton gehe und dafür halt benutze. Mhm. Ich habe euch jetzt hier auch nochmal ein Video mit dazu gegeben, weil die Herausforderung ist, es sind natürlich alles sehr große Nahaufnahmen und durch die starke Tageslichtlampe wirken manche Reflexionen vielleicht ein bisschen schwierig. Aber das Video, da drehe ich dann die Figur einmal um 360 Grad. Und dann kann man so ein bisschen sehen, wie der Effekt ist. Wie gesagt, das Ziel war es, das Ganze relativ einfach zu halten. Ich habe jetzt zwar viel dazu erzählt, aber im Grunde genommen, wenn man das einmal ausprobiert hat, merkt man, wie die Farben reagieren. Dann kann man das Ganze schnell machen. Ich habe jetzt für die Figur 2 Stunden gebraucht. War natürlich auch noch viel prüfen, experimentieren, so ein bisschen die Farbschritte ausprobieren mit dabei. Also ich sage, wenn man das mal geübt hat, dann braucht man für so eine Figur eigentlich 1,5 Stunden. Wenn man das Ganze, also das Ganze ist auch massenproduktionstauglich. Wie gesagt, ihr braucht keinen speziellen kleinen Pinsel. Ihr macht euch da einfach eure Washes. Die haut ihr dann mit einem dicken Pinsel auf alle Figuren drauf. Und da kann man 10 Stück an einem Abend locker fertig bekommen. Mhm. Also da seht ihr überhaupt keine Probleme. Ja, cool. Ja, wenn du jetzt zum Beispiel für die Alpha Legion eine 20-Mann taktische Einheit bemalen würdest, in wie großen Batches würdest du die bemalen, wenn du jetzt, sag mal, motivationstechnisch nicht profimäßig bemalst, sondern sagst, du bist ein Maler mit einem ordentlichen Bemalniveau, würdest du 5er-Gruppen machen, 10er-Gruppen oder alle 20? Also alle 20 definitiv nicht machen, weil da hätte ich ein bisschen immer die Angst, dass mir die Farbe, dass ich das zu wenig angemischt habe, ja, und ich dann den Farbton nicht treffe. Also ich würde sehr wahrscheinlich erstmal mit einer 5er-Einheit experimentieren, Gefühl dafür bekommen,
würde dann aber sehr, sehr schnell wahrscheinlich auf eine 10er-Einheit überswitchen, wenn ich ein bisschen auch das Gefühl für die Inks bekommen habe, ein bisschen das Gefühl, wie ich wo welche Farbe auftragen muss, wenn ich weiß, wie sich das alles verhält. Ja, also ich würde wahrscheinlich mit 10er-Drops arbeiten. Okay, cool. Und dann immer einmal die Ink auf alles drauf, bis dahin ist die erste dann wieder trocken, dann die nächste Ink drauf. Das geht relativ zügig. Mhm. Und wie gesagt, wenn man dann, man kann ja auch manchmal ein bisschen spielen. Also gerade bei den Rank-and-File-Sachen, wir bewegen uns hier in Nuancen. Mhm. Also wenn man dann merkt, okay, der eine ist ein bisschen blauer geworden als der andere, mein Gott, dann haut man halt nochmal eine blaue Wash drüber. Also das ist jetzt alles keine Rocket Science. Wobei also, ich das jetzt auch gar nicht als Problem sehen würde bei diesem Malschema, wenn die alle marginal ein bisschen anders ausschauen. Also gut, ich meine, wahrscheinlich sollten bei der Alpha Legion alle exakt gleich schon. Aber ich finde es gar nicht so ganz schlecht, wenn man immer noch ein bisschen das moduliert. Oder zumindest vielleicht nicht innerhalb von einem Trupp, aber von Einheit zu Einheit, wenn es immer noch mal ein bisschen anders ist. Also ich habe jetzt zum Beispiel, ich glaube, gestern meine Scouts für die Imperial Fists fertig gemalt. Und da habe ich halt zum Beispiel bei denen deutlich weniger Kampfschäden an die Rüstung hingemacht, als ich es bei den anderen Marines habe, weil ich mir einfach denke, okay, die haben vielleicht einfach eine neuere Ausrüstung oder als Scouts sind sie vielleicht nicht so mitten im Granatsplitter immer drin oder in den größeren Explosionen oder was weiß ich. Also die halten sich vielleicht von dem härtesten Kampfgeschehen eher fern, ja, und ziehen sich dann vielleicht auch eher zurück. Also sind deren ihre Rüstungen einfach schauen halt ein bisschen anders aus, gleich auf den ersten Blick, als die von dem Rest der Imperial Fists. Und so, finde ich, kann man ja seiner Armee dann auch immer noch ein bisschen eine eigene Komponente und eine eigene Geschichte geben. Oder bei den Thousand Suns habe ich so gemacht, dass ich zum Beispiel halt die Mark III Rüstungen, da ist der Metallic-Glanz sehr viel stärker als auf den Mark IV Rüstungen. Und so, also dass man das einfach so ein bisschen moduliert, ja. Das geht alles hier. Also ich habe mir auch Gedanken über Kampfschäden gemacht, wie ich die hier machen würde. Also ich würde wahrscheinlich mir irgendwo erstmal schwarze Kratzer irgendwie vorstampen. Also da gibt es so Schwämme, mit denen man das machen kann. Mhm. Und würde dann wahrscheinlich mit dem Emerald Alchemy die kleinen Reflexionspunkte draufsetzen. Und dann würde ich sehr wahrscheinlich mit irgendeiner Ölfarbe das ein bisschen verschmieren. Alternativ war eine andere Gedanke, mit Staubpigmenten zu arbeiten. Mhm. Das könnte, glaube ich, auch sehr cool aussehen. Zum Beispiel hier, dadurch, dass wir im kalten Bereich sind, würde ich eher mit warmen Pigmenten arbeiten, die ein bisschen intensiver sind. Also zum Beispiel ein Orangeton, der sich, also so ein Rot-Orangeton, so ein bisschen maßmäßig, der sich da halt irgendwo reinzieht überall. Grüntöne würde ich jetzt nicht nehmen, weil sonst versteht man die ganze Figur nicht mehr. Ja. Asche könnte ich mir sehr gut vorstellen. Lila könnte ich mir gut vorstellen. Also mit Asche meinst du Grau, oder? Grautöne. Grau, Schwarz, sowas in der Richtung. Also eher Tendenz zum Schwarz hingehend, dass halt die Rüstung ein bisschen mehr zur Geltung kommt. Also ich würde definitiv von hellen Pigmenten abraten. Geht sicherlich auch, aber dann verwäscht sich das Ganze halt einfach. Mhm. Ja. Genau. Ja, prima. Hat mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Fand es sehr schön, mir da mal Gedanken zu machen, wie man sowas schnell und einfach erzeugen kann. Und ja, jetzt würde es mich natürlich interessieren, das wäre so eine kleine Community-Frage, ob es denn so einen speziellen Wunsch geben würde, weil das ist jetzt Legion 1 gewesen von 18. Ja, also wenn jemand, ich bin im Moment noch unentschlossen, also ich kann auch gerne mal zeigen, wie man schwarz malt, ich kann gerne zeigen, wie man weiß malt, also von daher, sagt doch mal, wo habt ihr Probleme, dann helfe ich euch da sehr, sehr gerne. Dafür ist eigentlich auch diese Section jetzt so ein bisschen da. Ja, voll gut. Also unbedingt, also bei uns ist es erfahrungsgemäß so, also bis auf das Letzte mit den Bildern, bekommen wir tatsächlich immer relativ wenig Feedback. Also wundere dich nicht, wenn nichts kommt. Aber
wir sind jetzt mal frohen Mutes und hoffen, dass sich jemand meldet und sagt, ja, mach doch das. Es ist auch nicht ausgeschlossen, dass das passiert. Prinzipiell hat mir das sehr gut gefallen, wie du dir das überlegt hast und auch wie du das präsentiert hast. Jetzt haben wir hier natürlich immer noch mal die zusätzliche Schwierigkeit, dass wir das jetzt natürlich immer noch Lockdown-bedingt sozusagen alles per Internet machen. Und ich freue mich schon drauf, wenn wir das dann sozusagen zu dritt hier bei mir am Tisch mal dann machen können und aufzeichnen können mit einer schönen Flasche Wein dazu. Ja, bin ich voll dahinter. Ja, aber das müssen wir halt jetzt noch ausharren. Das hilft ja nichts. Hat mir das auf jeden Fall total gut gefallen. Ich fand es auch super, wie du das gemacht hast mit den Fotos, also immer dann die Farbe und den Schritt erklärt und so. Ich glaube, das ist gut. Aber an der Stelle freuen wir uns natürlich auch noch über Feedback unserer Zuschauer. Also wenn die sagen, das und das könnte man vielleicht noch anders machen oder anders zeigen oder so. Wir sind ja da immer offen für jede Form von Anregung. Nicht oder wahr? Wenn jemand sagt, meine Alpha Legion ist noch viel, viel einfacher gewesen mit drei Farben. Gerne ein Foto schicken. Die würden wir dann in ein paar Wochen das nächste Mal, wenn wir Zuseherprojekte präsentieren und dokumentieren, würden wir auch reinnehmen. Also sehr gerne. Wir sind für jedes Feedback dankbar. Und auch wenn ihr jetzt diese sehr schöne Rezeptur von Peter ausprobiert habt, ja, dann gebt ihm doch ein Feedback, also bei uns auf der Facebook-Seite, ja, postet das da einfach rein, sagt, ich habe jetzt hier dem Peter sein Malschema genommen und so schaut es aus. Da freuen wir uns auch sehr drüber, wahrscheinlich freut sich der Peter sehr drüber. Ja, auch wenn es da noch Fragen gibt, wenn vielleicht etwas unverständlich ist, einfach Bescheid geben, also postet es auf die Facebook-Seite. Oder hier drunter, ja. Genau. Oder auch hier drunter, also ich nehme mir da gerne die Zeit und versuche dann irgendwie darauf zu antworten und ja, sehr gerne. Ja, also dann sagen wir mal an der Stelle, danke Peter, dass du dir die Zeit genommen hast und dir die Mühe gemacht hast. Sehr, sehr gerne. Philipp, hast du noch was? Ich kann mich also dem Dank nur anschließen. Wir werden noch vielleicht privat ein, zwei Sätze dann verlieren. Aber ich muss sagen, bin jetzt auch auf andere Legionen schon sehr gespannt. Ja. Was machen wir denn mit diesem Alpha-Legions-Typi? Der steht jetzt hier bei mir in der Vitrine rum. Der muss jetzt zum Christian den Weg mal finden, dass der seine Abziehbildchen bekommt. Und dann muss man natürlich gucken, was wie dann da der Weg weiter ist. Ja, also wir haben schon verschiedene Sachen überlegt. Es gibt zwei Optionen. Die eine Option wäre sozusagen, die zu sammeln, bis man alle beieinander hat und dann ein Gruppenfoto machen. Und die vielleicht, wenn wir unsere Promospiele machen oder nicht Promospiele, ne, Demospiele, dass man die dann da zeigt. Also das wäre eine Option. Die andere Option, die mir jetzt theoretisch fast noch besser gefällt, wäre, dass wenn der fertig ist, dass wir dann sagen, wir verlosen den. Wie gehabt. Dass wir sagen, okay, ihr müsst das und das und das und das machen und dann könnt ihr den gewinnen. Ja, vielleicht klamüsern wir uns das nochmal in Ruhe aus und geben das dann bei unserer nächsten regulären Sendung bekannt, wie wir das machen wollen. Wäre das was? Gut, Peter, jetzt musst du dir noch überlegen, wie du dich verabschiedest. Wir haben ja schon unsere wir haben ja schon unsere fertigen blöden Sprüche. das geht normalerweise so, dann sagen wir, also macht's gut und dann sagt der Philipp und bleibt cremig und ich sag und sauber, ja.
Aber jetzt brauchen wir für dich natürlich auch noch was. Macht euch die Hände mit Farbe dreckert. Ach, das ist gut. Das ist gut. Okay, dann haben wir das ja jetzt alles schon gesagt. Also in diesem Sinne würde ich sagen, ja, bis zum nächsten Mal.